Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 3. Nochmal, ne, haben wir schon alles gemacht? Jetzt gehen wir zu Quinn. Mit natürlich ein bisschen Speeding. Wow. Ja, wie schnell die einfach platt gehen, ne? Was ist das? Das ist der Chlorke-Knast-Ding. Was habe ich bekommen? Porto Pupa? Warte, das werde ich jetzt mal... Ich weiß nicht, ob ich das will. Dieses Geräusch. Oh, warum? Warum macht ihr das? Oh Gott. Gut. Wo muss ich hin? Where I have to go. Schmarrn. Yeah, jetzt hat. Hier hinten. Und was ist das? Ach so, ja, das ist. Ja, okay. Das habe ich voll verschlafen. Egal. Come on. Boom. Jetzt haben wir unabsichtlich den Pooper gemacht. So dämlich. Komm, da würde ich halt durchpassen, ne? Naja, egal. So, speichern. Flipp. Hat es wahrscheinlich schon automatisch gemacht. Egal, safety first. So. Ziemlich hohe Priorität, ja. Dim, 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 dim. Noch jemand? Nee, glaub nicht. So, und jetzt? Was ist da vorne denn? Hallo? Naja, es gibt Geld. So, irgendwo da. Verschwindet, ihr Maliwon-Mistkerle! Ich hab kein Problem damit, ewig hier drin hocken zu bleiben. Samt der ganzen Red-Scheiße oder was immer das hier ist. Hey, Quinn. Lorelei schickt mich, um zu sehen, ob du tot bist. Lorelei? Oh ja, die Atlas-Lady. Mit den Waffen und den Haaren. Okay, ich komme raus.
Ja, ja. Ich habe Lorelei eine unglaubliche Waffe versprochen, die nur ich, ein echtes Genie, bauen kann. Mhm. Eine Nord-Heck-Granate. Deswegen ist Mollywon hinter mir her. Und jetzt, hier entlang, bitte. Hier entlang, ja. Mach mal. Ah, jetzt geht er. Ich muss nur noch ein paar Tests an meinen Nogs durchführen und die Nog-Heck-Granate ist so gut wie fertig. Oh. Was? Wo sind meine Nogs? Sie müssten während des Kampfes entkommen sein. Wenn ich meine Waffe vollenden will, brauche ich sie. Zum Glück habe ich einen Plan B. Aber ich brauche deine Hilfe. Natürlich. Dein einzigartiges Fahrzeug in der Nähe. Schnapp es dir. Natürlich muss ich wieder Nox einsammeln. Was auch immer das ist. Hui. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit speziellen Wissenschaftsfässern, die dann komplizierter Digistruct-Technologie meine Nox zu mir zurückschickt. Ich habe leider keine Zeit, dir diese Technologie zu erklären. Ja, ist gut. Ich fahre in die falsche Richtung, ne? Ja, so ziemlich. Nice. Ah, da ist einer. Das ist ein Testnog. Ein guter Anfang. Habt ihr das gesehen? So, dann nochmal. Hui. Vorne, oder? Nee, da vorne. Warte, treffe ich den? Ach so. So weit ist der gar nicht. Das waren alle. Ich werde jetzt ihre Anzüge hacken und ein paar Verbesserungen vornehmen, die ich selbst entwickelt habe, um meine kämpfenden Nogadore zu erschaffen. Ich warte bei meiner Konsole auf dich. Hui. So, hier habe ich genau das da. Ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Aber anscheinend noch nicht. Ah, das war bei dir. Oh, das war nicht so gut. Aber egal, der hält es schon aus. So, dann nochmal. Lass mich dir erklären, wie Nox funktionieren. Ihre Helme projizieren ein Spiel in erweiterter Realität über die wirkliche Welt. Also denken diese kleinen Idioten, sie würden ein Videospiel spielen. Wir können das Spielsystem beeinflussen, sodass sie ihre Verbündeten angreifen. Ah, okay. Hui. Nur noch die Feinderkennungssysteme der Nox umprogrammieren, damit sie Mariwon-Gegner angreifen statt uns. Ich bereite jetzt das Nox-Liefersystem vor. Zeit, die Wetten abzuschließen, Kampffans! Macht euch bereit! Okay. Ach ja, hört zu. Ich habe bestimmt nicht umprogrammierte Nox in Arenen gegeneinander kämpfen lassen, damit die Anwohner auf sie wetten können. Echt nicht.
den Knopf da, um den ersten Logador in den Ring zu rufen. Ja. Praktisch. Ich nenne ihn Fuego. Ein Nock verstärkt mit der Macht des Feuers. Alle lieben doch Feuer. Oh, das sollte nicht passieren. Die Spezialverbesserung hatte wohl eine Fehlfunktion. Nein. Aber okay, wir haben noch zwei. Ruf den nächsten herein. Den hier nenne ich den Konduktor. So stark wie ein tobendes Blitzgewitter. Ja, auch tot. Das hat wohl auch nicht geklappt. Aber ich krieg das hin. Gib mir nur eine Sekunde. Diesmal ganz ohne Schnickschnack. Okay, ruf den letzten herein. Ich nenne ihn Nogador Maximo. Hoffentlich verlieren wir den nicht auch noch. Ich überprüfe die Systeme. Diesmal hat der Hack einwandfrei funktioniert. Der Nock wird jetzt seine eigenen Verbündeten angreifen. Und gerade rechtzeitig. Das ist der Annäherungsalarm. Maliwon ist wieder hinter mir her. Halte sie auf, während ich Lorelei die Waffenbaupläne sende. Lorelei, okay. Ich schicke dir jetzt die Digistruct-Baupläne. Quinn, schön von dir zu hören. Die Daten treffen ein. Datenübertragung läuft. Halte sie auf. Wo bist du? Ah, da. Hi. Alter, wieso? Ja? Ja. Wow. Na gut. Tja, dann. Verdammt. Bringen wir es hinter uns. So. Ui. Wie die den einfach ignorieren. Voll lustig. Noch einmal, komm. Sehr schön. Ui. Ah, fuck. Ja, komm her, komm her. Ja.
Ja, und wo bist du hin? Na egal. So, da bist du. Ah, da. Ja, wow. Weg? Gut. Naja, Dankbarkeit, weil du mir das nicht gerettet hast. Wenn du damit Nox hackst, werden sie deine Nogador-Verbündeten. Es scheint, als wären wir hier fertig und meine belegbare Genialität steht außer Frage. Mhm. Ich für meinen Teil werde meine Nox-Umprogrammierung fortsetzen. Die Einheimischen brauchen schließlich was zum Betten. ich meinte für die Kriegsunterfangen oder so. Bitte geh jetzt. Bitte geh. Bitte geh. So. So, alles klar. Dann haben wir jetzt eine Granate bekommen, die diese Nora-Dinger für uns kämpfen lässt. Ist ja auch ganz fein. So. Moni voll und wir gehen jetzt kehren sie zur Base zurück. So, warte mal. Dann schauen wir mal gleich. Das ist ein Pferd in der anderen Farbe. Das hat halt nur ja. Vorerst werde ich das nicht brauchen. So. Nochmal kurz hier hin. Ist das hier? Das ist wohl ganz woanders. Komm. Da kann ich ja hier das benutzen, die Schnellreise. So. Finde Maurice. Maurice. Ja, dann gehe ich mal hoch. Ah, genau, hier bin ich wieder. Gut. Gut, alles klar. Hui. Kammerjäger. Moment, warum liefst du nach Hirn und durchgebrannten Kabeln? Ach, weißt du was, ich will's gar nicht wissen. Melde dich bei Reese und sag ihm, dass die Sache erledigt ist. Ich wollte eigentlich gerade was anderes machen. Sanctuary? Hä? Nee. Doch, anscheinend schon. Wo ist da? Wo ist da die Quest? Maurice, ein Saurierforscher, hat dich gebeten, Geister zu jagen. Also leg los. Ja, egal, dann das mache ich wann anders. So, gut. Weiter geht's. Hallo! Hey, Kammerjäger! Hast du die Daten aus dem Biegerhirn? Her damit! Und dann hilfst du uns, die Kammer zu finden, richtig? Was das angeht, ich habe mit diesem Invasionskram wahnsinnig viel zu tun. Die Kammer ist ein andermal dran. Ich muss mich um mein Unternehmen kümmern. Okay.
Okay, wenn du das Hirn nicht brauchst, kann ich es auch einfach wegwerfen. Warte. Okay. Schön. Ich habe Atlas quasi aus dem Nichts aufgebaut. Und das lasse ich mir von Mariwan nicht nehmen. Ich schwöre bei der Zukunft dieses Unternehmens, dass ich helfen werde, die Kammer zu finden und zu öffnen. Das ist ein Wortkiller. Gib dem Mann, was er braucht. Okay. Dann... Ich habe noch nie erlebt, dass Reese sich so bindet. Bist echt was Besonderes, Kammerjäger. Ich bin noch da. Das Hologramm kann euch hören. Und Polo Reese hat auch Gefühle. Plasmods kann ich jetzt machen. Wer ist hier der Superfan? Gut, genau, Skillpunkt. Badam. So, wie geht's denn hier weiter? Habe eine Chance, eine kritische und stark erhöhten Schaden. Indirekten Schaden besteht ja in dem Magazin Munition. Ja, das ist blöd. Rüstung und erhöhte maximalen Treibstoff. Das ist eigentlich echt nicht schlecht. Das Töten eines Gegners verringert Auswirkungen in Action Skill Abklingzeit. Zeit. Der. Das heißt, hier kann ich maximal bis zu 5 Sekunden weniger. Wie lange braucht der denn? Hat der Tragegraben, das ist egal. Das ist auch nicht so die Welt. Granaten zu werfen, indirekten Schaden, Ecken. Schusswaffenschaden. Statt Salve, Raketen, also Bankfischer, Raketen wäre eine. Nuklearsprengkopf, okay. Schaden 380%, ui, okay. Ja, das gerade nicht so der Burner. Brandschaden. Schildblase. Das ist auch wieder mit Brandschaden. Schadensregen. Schadensreduktion und erhöhten Waffenschaden. Okay, das ist auch nicht schlecht. Maximaler Schild. Der Schild wird erhöht. Aber halt meine Gesundheit wird verringert. Raygun feiert ein super Geschoss. Dann Bärenfaust. Nach vorne angreifen. Schockschaden.
Okay. Beim Bewegen, Handhabung, Waffen und was. Okay, aber ja. -30% Waffenschaden ist halt schon blöd. Explosivgeschosse ab, das ist gut. Das ist richtig gut. Ich mach mal den Feuerschaden. Also, ich versuche jetzt hier hinzukommen. Weil hier ist. Ja, interessiert mich eigentlich nicht. Nicht mehr so viel, ja. Gut, ja, wir sind fertig. Wir werden jetzt mal den da hier rein tun. Und somit haben wir dann hier schon plus 2 und hier 6 statt 3. Das ist halt richtig gut. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.